Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind im Sumpflager und versuchen uns da zurechtzufinden. Wir müssen diese, diese Baals beeindrucken, dürfen aber nicht mit ihnen reden. Einen unten haben wir schon ein bisschen genervt. Das war, ja, ich weiß nicht, ob wir den beeindrucken können. Auf jeden Fall haben wir da schon schlechte Karten. Ja, schauen wir mal. Aber erstmal sind wir jetzt hier beim Ausbildungsdings. Koranga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Koranga? Ah. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Hohoho. Okay. Die Rüstung, die du hast, ist eigentlich schon ganz schick, finde ich. Okay. Alles klar. Ob es hier auch irgendwo eine Rüstung, eine Karte vom Lager gibt, ob wir uns dann besser zurechtfinden mit. Ist hier was drin? Hey, du! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, es war jemand drin. Und schon wieder Minuspunkte gesammelt. Okay. Bleiben wir mal oben. Wenn wir ja schon hier oben sind, dann bleiben wir doch mal hier oben. In der Hoffnung, dass wir nicht runterfallen. Da jemand drin? Nein, aber auch keine Truhe. Na gut. Dann noch ihr zwei. Novize. Hm. Halt mal in diese Zelte. Ja, die haben auch weniger Truhen und Besitztümer. Wie, na, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Wie im alten Dings, im alten Lager. Da können wir schlecht Sachen klauen. Was ist mit dir? Du bist nur ein Novize. Da ist auch nichts Gescheites drin. Da kommen wir nur wieder runter. Uiuiui, also das Ding ist kompliziert. Da haben wir doch noch jemanden. Kane. Hallo, Kane? Ich kann nicht mit dir reden. Hm. Vielleicht, weil der gerade gegen den Baum rennt. Okay, dann reden wir halt nicht mit dir. Kaloms Leibwache. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja. Ah, da ist er. Karkalom. Warte mal, Karkalom. War das nicht da, wo wir ja auch den Trank mitbringen sollten? Von Karkalom. Nee, Guru Kalom.
das jetzt dasselbe? Hm. Wir reden mal mit dir. Wenn wir denn reden dürfen. Hallo? Mit mir wollte keiner reden anscheinend. Ha. Kor Kalom will anscheinend nicht mit mir reden. Hm. Ob das jetzt ein Bug ist? Okay, vielleicht müssen wir später nochmal wiederkommen. Also da ging überhaupt nichts. Ich konnte den nicht ansprechen. Das ist irgendwie nervig. Erst Kane, der jetzt hier gegen den Baum rennt und nichts mehr macht. Ja, mit dir kann ich ganz normal reden. Nur mit Kor Kalom. Ja, der wird einfach beschäftigt sein. Na gut. Wenn du so beschäftigt bist, hast du dann was dagegen, wenn ich die Truhen aufmache? Was willst du? Ah, jetzt redest du mit mir. Auf einmal, kaum gehe ich an seine Truhen ran. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Was willst du? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ha, dann müssen wir tatsächlich versuchen, eher das Ding zu klauen. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Vielleicht gehst du raus? Nee. Okay, dann probieren wir es mal aus. Hat er nichts dagegen, dass wir an seine Truhe rangehen? Ah. Okay, die Truhe kann ich nicht öffnen. Und die Truhe geht auch nicht zu öffnen. Ha. Hm. Ah, und ich habe ein... Oh. Gespräch. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Das ist irgendwie... Da war gerade ein Bug beim Laden. Mit wem habe ich denn jetzt da geredet? Mit wem hat er jetzt geredet? Auf jeden Fall habe ich da irgendwas zum Reden gehabt, dass man fragen konnte, wie ich an das Rezept rankomme. Aber ich habe keine Ahnung, mit wem. Das war tatsächlich vom Schnellladen ein Bug gewesen. Ach, guck mal, kann ich jetzt mit Kane reden? Ah, mit Kane. Das war's. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Kor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Entschuldigung, das war jetzt ziemlich plötzlich. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend.
Wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Okay, danke schön. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Ha. Ja. Super. Aber ich habe doch recht gehabt. Es ist in der Truhe drin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da ran? Gibt's da in diesem Spiel auch Schlüssel? Ich glaube nicht, dass ich Taschendiebstahl für diese Quest brauche. Ha. Und das macht, da passiert immer nur das, dass ich einen Dietrich abbreche. Und die andere Truhe kann ich gar nicht öffnen. Ah. Wir bräuchten also definitiv einen Schlüssel. Und ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Okay, Kor Kalom haben wir auf jeden Fall jetzt schon abgehabt. Da weiß ich jetzt bloß noch nicht genau, wie wir an dieses blöde Rezept rankommen. Ha. Gut, schauen wir uns weiter um. Also da haben wir die Schmiede. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Genau, das sind die Alchemisten. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Alles klar. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Ja, okay. Dann, was hast du denn zum Handeln? Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Erstmal schauen, wie viel Geld du hast. Ja, genug Geld. Schwarzer Weißer behalten wir mal. Könnte man auch verwenden. Ich glaube, wenn man es erste Mal verwendet, gibt es Mana oder so irgendetwas. Aber nee, das mache ich nicht. Dann schauen wir mal, dass wir wieder an Geld rankommen. Das hier, die Flügel können verkauft werden. Der Schlüssel kann verkauft werden. Ich glaube, die eine Karte können wir mittlerweile auch verkaufen. Wir wissen, wo die alte Mine ist. Die schaue ich mir aber nochmal genauer an. So. Nee, das Zeug will ich eigentlich eher behalten. Wer weiß, wann wir das mal brauchen. Eine Spitzhacke. Wir haben 3 Spitzhaken. Die verkaufen wir auch. Und das Schwert, ich will das Schwert auf jeden Fall auch noch behalten. Okay, das gibt nicht ganz so viel Geld. Aber immerhin, ein bisschen was. Und wir wissen, wo wir noch weitere Sachen verkaufen können. Der hat nämlich noch Geld. Ich weiß gar nicht, ob sich das auch mit, ob er am nächsten Tag wieder Geld hat. Ich glaube es nicht, aber vielleicht im nächsten Kapitel oder so irgendwas. Ich weiß es nicht genau. So, dadam, dadam, dadam. So. Okay. Wen haben wir denn sonst noch hier? Novize. Wer bist du denn? Ja, mit dir kann man viel reden. Okay. Da geht's zum Tempel. Das will ich aber jetzt noch nicht.
Tempel schauen wir uns demnächst noch an. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mal einen Schlafplatz suchen. Ob ich da reinkomme? Ja, das scheint zu gehen. Hey du! Raus hier! Raus hier! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Die richtige Entscheidung. Aber immerhin, es ist Tag. So, wer bist du dann? Dich hat man auch noch nicht. Und nichts hat sich geändert. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ja, okay. Und wie? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Ich glaube, ich wüsste da sogar jemanden. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Jo, werden wir machen. Alles klar. Rezept für die Zecke. In seinem Labor stehen Truhen. Und er scheint ziemlich beschäftigt zu sein. Ja, aber wie kriegt man die Truhe auf? Braucht man da einen Schlüssel? Braucht man da tatsächlich Dings? Taschendiebstahl kann ich mir nicht vorstellen. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Neue Seelen für die Bruderschaft. Dusty, ein Butler, aus dem alten Lager, ist dort sehr unzufrieden. Er spielt mit dem Gedanken, sie der Bruderschaft anzuschließen. Tondral schickt mich ins alte Lager, um einen neuen Mann in die Bruderschaft anzuwerben. Ich schätze, das ist eine gute Gelegenheit, seine Gunst zu gewinnen. Aber der war sich unsicher und da sollten wir erst noch jemanden finden. Ich glaube, Marvin hieß der.
Den müssten wir erst noch finden und mit dem reden. Damit dieser Dusty überzeugt ist. Aber diesen Marvin oder wie er heißt, haben wir noch nicht gefunden. Es ist nur die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Und wo könnte ich diesen Marvin finden? Das waren ja nur Novizen hier, ja. Das waren nur Novizen. Da oben war man eigentlich schon überall, glaube ich zumindest. Und da geht's nur wieder hoch. Okay, das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ah, vielleicht irgendwie beim Tempel oder sowas. Da war das hier. Die zwei hatten wir schon. Da geht's nur zum Tempel, genau. Da gehen wir später hin. Ja, wo geht's denn nochmal zum Haupttor? Ja, hier kann man sich doch sehr, sehr leicht verirren. Ja, hier sieht's. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Marvin, da haben wir Marvin. Melvin, nicht Marvin. Melvin war das. Dann reden wir mal mit Melvin. Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Okay, das war das. Sehr gut. Speichern. Dann könnten wir ins alte Lager zurückgehen. Da könnten wir Einhand nochmal lernen. Wir haben ja genug Punkte. Genau. Genug Lernpunkte hätten wir. Und diese Quest quasi das mal Dusty sagen, dann müssen wir den wahrscheinlich hierher zu den Typ bringen und dann ja, dann sieht das Sache wahrscheinlich ganz gut aus, dass wir da den nächsten Ball oder den ersten Ball überzeugt haben. Gut, machen wir aber nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und tschüss.